Peter Peggy von PJs Ideenreich. Ich bin unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin aus Ravensburg und habe heute das vierte Kartenprojekt meiner kreativen Auszeit für euch. Und das ist eine Muttertagskarte. Einfach und schlicht gehalten, wie auch die anderen Karten. Und mit einem kleinen, mini-kleinen Wow-Effekt, denn wenn man die Karte öffnet, hat man da oben ein Herz, das sich auffächert. Und diese Karte werden wir jetzt gemeinsam basteln. Ich habe hier mein Materialpaket zusammengepackt. Da haben wir alles drin, was wir brauchen, inklusive, na komm raus, der schon vorgestanzten Herzen. Und als Stempelset habe ich zu zwei Stempelsets gegriffen, und zwar wie ein Diamant und das Stempelset Herzlich, weil ich hier diesen Umrissstempel von den Herzen mit dabei habe. Das könnte man rein theoretisch auch weglassen, aber dann wird die Karte doch sehr schlicht. Aber man könnte zum Beispiel ein Designerpapier als Hintergrund nehmen und die Schriftzüge aufstempeln, ausschneiden und drauf platzieren. Das geht natürlich genauso. Oder ihr nehmt statt Alles Liebe zum Muttertag ein Hab dich lieb oder Jetzt wird dir warm ums Herz, oder? Zum Beispiel. Okay, fangen wir an. Ich habe hier einmal eine Grundkarte in Kirschblüte und einen Kartenaufleger in Flüsterweiß. Und den werden wir uns jetzt bestempeln. Dazu nehmen wir, wie gesagt, den Umrissstempel von Herzen. Wenn man den so platziert, kann das sein, dass man den ein bisschen schief aufklebt. Von dem her habe ich einen kleinen Tipp für euch. Ihr werft euch das auf eure Unterlage, so bleibt er selbstständig in Form, also so bleibt er in der richtigen Form und dann nehmt ihr ihn mit dem Stempelblock auf. Dann geht ihr sicher, dass der Stempel auch richtig von der Proportion her ist. Das mache ich übrigens auch bei großflächigen Gummistempeln, Silikonstempel oder Klarsichtstempel, weil Silikon ist ja nicht. Da setze ich das auch auf, denn ansonsten kann es sein, dass der in der Mitte sich vielleicht so ein bisschen wellt und dann gibt das keinen schönen Stempelabdruck. So, genug der Worte. Wir fangen an. Ich setze mir das erste Herz so auf, dass ich genau in der Mitte, das ist ja das Schöne an unseren Klarsichtstempeln, dass man da so gut durchgucken kann, dass ich da genau in der Mitte treffe. Setze mir hier dann mein erstes Herz. Und setze mir dann unten mein zweites Herz. Das mache ich relativ weit unten, weil sonst passen nicht die drei Herzen hin. Und dann gehe ich in die Mitte und setze mir in der Mitte noch mein Herz. Unser Dante ist schon wieder zu Besuch hier im Arbeitszimmer. Damit müssen wir jetzt einfach leben. Der miaut einfach und miaut oft und miaut immer und ja. Ich weiß nicht, Katzen haben ja alle so eine kleine Macke, so ein bisschen wie Menschen. Seine ist das Miauen. So, jetzt habe ich mir meinen Rand geherzt und jetzt setze ich mir eben noch mein Herz in die Mitte. Das geht jetzt ganz gut, dadurch, dass ich ja rechts und links meine Herzen habe. So. Jetzt nehme ich mir noch meinen Spruchstempel und wie gesagt, das alles Liebe zum Muttertag. Und dann nehme ich jetzt Glutrot. Jetzt versuche ich das ungefähr mittig hier oben aufzustempeln. Ich gucke nochmal, dass der Stempel auch richtig rum ist, weil ich mir hinten drauf noch nicht meine Aufklebe platziert habe. Da bin ich immer ein bisschen nachlässig. Jetzt muss ich nochmal gucken. Ja, doch. ja, wenn man das macht, spart man sich den Schritt des Guckens. So, und jetzt noch hab dich unglaublich lieb. Ist er wieder füttern. Ich
glaube, das kommt daher, dass ich auf seinem Stuhl sitze. Ist ja sein Stuhl, nicht? So, das platziere ich mir jetzt hier unten. Ja, da ist auch noch mein Stuhl. Du kannst dich auch auf den anderen setzen. So, ah, jetzt hat er es gemacht. Okay. Soweit ist der Kartenaufleger fast fertig. Jetzt binden wir uns noch mit unserem Glutrot eine Schleife. Er bringt mich ein bisschen aus dem Konzept, muss ich ehrlich sagen. Bevor ich abschneide, binde ich mir die Schleife. Das ist das zweifach bestickte Satorband in Glutrot. Und mit dem kann man richtig gut Schleifen binden, finde ich. Das ist sehr starr, aber dadurch halten die Schleifen auch relativ schnell und gut. So, jetzt schneiden wir uns noch die Ecken ein bisschen schräg ab. Und die Schleife setzen wir uns mit einem Klodot in die Mitte der Karte. Somit haben wir den Kartenaufleger fertig. Jetzt kümmern wir uns noch um die Herzen. Ich habe für diese Karte 5 Herzen genommen, finde aber, dass die Karte dann hier oben sehr dick wird. Wenn ihr hier schaut, die hat einen sehr großen Abstand. Von dem her nehme ich jetzt nur 3. Nehme mir mein Schneidbrett. Könnt auch ein Falzbein nehmen. Könnt es auch mit Lineal machen. Ich finde es nur ganz geschickt mit einem Falzbrett. Denn ich kann mir das hier unten, ja, ihr seht das, kann mir das hier unten direkt einlegen, kann das dann hier oben noch mittig austarieren und dann habe ich eine schöne, gerade, mittlere Falz. Das mache ich mit allen dreien. Und jetzt falze ich mir die einmal in der Mitte oder knicke mir die einmal in der Mitte. Und klebe sie mir mit Tombow aneinander. Ach ja. Ich habe hier 3 Tombow stehen, die alle so ein bisschen voll sind. Also die alle noch so ein bisschen Rest haben. Die will man natürlich auch erst aufbrauchen, bevor man dann nochmal einen neuen beginnt. Aber manchmal schütteln muss ich echt einen ab. Gut. So, ich habe mir die 3 jetzt zusammengeklebt. Dann nehme ich mir meine Karte. Und bringe mir jetzt auf der einen Seite Tombow auf. Das ist ein bisschen sehr nah am Rand. Nicht, dass es rausquillt. So, und jetzt setze ich mir den mit ein kleines bisschen Abstand zur Falzlinie auf und klebe ihn fest. Also wirklich nur ein kleiner Abstand, vielleicht ein Millimeter. Einfach, damit ich nachher nicht das Problem habe, wenn ich das hier auch aufklebe, dass ich meine Karte eben nicht mehr geschlossen drücke. Also ein bisschen wölbt es sich immer noch. Aber das ist verschmerzlich. Oder verschmerzbar, wie auch immer. Okay, also ich klebe mir jetzt auf der anderen Seite noch, trage mir auf der anderen Seite noch den Tombow auf und klebe ihn dann fest. So, und jetzt kann ich auch schon meinen Kartenaufleger aufkleben. Den klebe ich plan einfach auf mit Tombow. Mittig. Ich sehe gerade, dass sich hier die Karte verzogen hat. So. Dann müssen wir schnell mit dem Falzbein nachhelfen. Und zwar lege ich mir die, also ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, so, die steht da so ein bisschen über. Die lege ich mir jetzt einfach so hin und dann streiche ich sie mir nochmal glatt. So.
Und dann habe ich meine Muttertagskarte bereits auch schon fertig. Wenn man aufklappt, öffnet sich das kleine Herz. Ich finde das eine nette Idee zum Muttertag. Es gibt natürlich, wie ihr auch wisst, viel aufwendigere Karten, aber wenn es mehr schnell gehen soll, beziehungsweise auch, wenn man einfach Stempelanfänger ist und noch nicht so viel Material hat, dann finde ich das doch eine sehr schöne Idee. Und somit sind wir mit der kreativen Auszeit für April auch fertig. Das waren alle meine vier Projekte. Schaut gerne mal in den anderen mit rein. Ich verlinke euch mal das erste Projekt oben beim i und wünsche euch jetzt eine schöne Zeit. Bleibt gesund und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!